herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, wir haben 19 Uhr, Kollege. Nein. So, wir sind fertig mit Pflügen. Das hat auch nicht ganz so lange gedauert, wie wir uns das gedacht haben, glaube ich, gell? Mhm. Eigentlich habe ich mir gerade gedacht, wir könnten den kleinen Pflug auch verkaufen. Warum? Naja. So schnell brauchen wir den nicht mehr und würden dann wahrscheinlich sowieso aufrüsten. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Unser Plan jetzt ist, wir haben gepflügt. Sätechnik haben wir keine im Moment, deshalb werden wir uns die Lemken Solitär 12 mieten. 12 Meter Arbeitsbreite ist gut. Saatgut haben wir sowieso am Hof. Und düngen werde ich kurz mit dem Düngestreuer hier. Echt? Jo, stell dir vor. Echt? Man düngt mit dem Düngestreuer? Kannst ja mit Gülle düngen. Tja, naja. Alter Bipsch, gell? Wenn wir nur Gülle hätten, genug. Noch nicht. So, ich guck mal, ob ich gerade hier... Ach, du hast aber die schon runter. Hm? Du hast den Dünger schon runtergestellt. Mhm. Von der Hebebühne hier. Ja. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man das gedrückt halten muss. Aber es geht wahrscheinlich dann nicht anders, wenn man es so machen will. Glaube ich. Hä? Wie anders so machen? Naja, egal. Ist egal. So, ich baller kurz mit dem Dünger drüber, dann kannst du anfangen zu säen. Ach, du musst sowieso noch auffüllen, gell? Mal gucken, Arbeitsbreiten technisch. Bast zieht's krackelt und hat Luft. So, können wir eigentlich direkt nach der Aussaat nochmal drüber düngen, ja, gell? Ja, ist ja keine Dünge, Ding, da, bumm, da, Ding. Funktion. Genau. Okay. Muss halt gucken, dass du da erstmal ansäst, wo ich dann schon gedüngt habe, gell? Ja, ich bin ja nicht so, ne? Bekloppt, meinst du? Ja. Bin ich mal nicht so sicher, ne? Naja, ich bin nicht bekloppter als meine Klassenkameraden. So. Was ist denn hier? Ach, Käserei, okay. Was wollen wir überhaupt ansehen? Das ist eine gute Frage, ne? So, ja? Wäre irgendwas, was Kohle bringt. Also viel Kohle und ohne Stroh. Hätte ich jetzt gesagt. Soja oder Raps. Okay. Stehst du schon parat? Dann warte noch kurz, bis ich unten bin. Raps bringt mehr. Im Moment oder generell? Im Moment. Raps sind zwei Felder angepflanzt, Soja auch. Hm? Wir haben nochmal ein Feld. Na, auf der Karte. Wenn wir jetzt überlegen wegen dem Preis, der wird ja dann fallen, wenn die geerntet haben. Also von dem her macht es wenig Unterschied. Na, die eins ist nur davon erntereif, die anderen sind vertort. Ah, okay. Und welches ist erntereif? So, ja, ich mach Raps. Ja. Ich schmeiß dir. Hier kannst du ja auch hochfahren. Nee, ich fahre das nicht. Ja. Ich fahre ja den Traktor. Nein. Ich dachte, echt? Der Traktor fährt dich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist zu knapp hier. Das reicht zwar ungefähr, aber. Ungefähr. Ungefähr, ne? Aber ungefähr ist ungefähr.
Ungeheuer ohne Unge. Also ein Heuer. So, Aussaat, was machen wir denn anschließend? Dann könnten wir eigentlich überlegen. Nochmal drüber düngen. Drüber düngen werden wir auf jeden Fall. Und dann könnten wir überlegen, ob wir. Sollen wir ein bisschen Forst machen? Stimmt, wir hatten ja. Wir haben vor allem das Anderson DLC drauf. Das heißt, Forstmaschinen. Da müssen wir nicht mal den teuren Trailer, den Stepa, kaufen. Mhm. Für 54.000. Sondern es ist der Anderson Trailer noch mit drauf. Und der kostet ja, glaube ich, bloß 16.000 oder so. Ich guck mal. Andershorn Group. Kostet 19.000. 19, ja, aber das ist ja schon mal deutlich günstiger. Mhm. Frontlader-Attacher haben wir hier. So, haben wir hier jetzt. Hast du einen Frontlader? Kannst du einen Frontlader ranmachen? Ja. Okay, das ist gut. Frontlader liegt nämlich noch am Hof. Müssen wir nur noch eine Poltergabel holen dann? Wobei, ne, der hat auch einen Kran dran, gell? Der hat einen Kran dran. Ja, also. Hm. Ich will auch nicht mit der, ich will auch nicht mit der Poltergabel aufsammeln. Warum nicht? Kannst du machen. Kannst du nicht? Ich kann es nicht so gut. Müsste lernen. Nee. Lieber nicht. Es geht nur schief. Aber dann könnten wir hinten ein bisschen das Waldgrundstück abernten. Mhm. Noch ein bisschen Geld generieren. Weil wir haben ja auch noch 250.000 Standardkredit offen. Wir sollten uns irgendwann eine Sämaschine leisten und lauter solche Geschichten. Wird's vielleicht mal so zurück sein, dass sie noch den Forstanhänger und eine Kettensäge kaufen können? Also 20.000? Ne, warte mal noch. Ich denke, wenn wir dann los. Am Abend, bevor wir schlafen. Das reicht ja. Okay. So, ich fahr gerade schon deine Spur zurück. Ich warte hier. Weil hier ist noch ein Fleck ungedüngt. Jo. Gleich da. Mal ein Käffchen. Muss das Feld irgendwo mal wieder anmachen. An. Warum hast du die aus? Keine Ahnung. Ups. Steht irgendwie so ein Hampelmann im Weg. Ich finde es schade, dass es nicht mehr drei Düngestufen gibt wie in M17. Warum? Ich fand das irgendwie cool. Ja, aber du hast ja jetzt noch Kalk mit drin und Unkraut, das heißt, du musst schon mehr. Eigentlich nur hast du jetzt vier. Finde ich, also so, wo du effektiv was dran machen musst. Aber düngen muss man so oder so. Klar. Oder wie im LS, das konnte man ja einstellen, ob man eine, zwei oder drei Düngestufen hat. Das fände ich halt cool. So, wir hatten vor ein paar Folgen, fällt mir gerade noch ein, noch dieses Thema Schweinefutter. Mhm. Ich dachte, du hast das Stroh verkauft. Da liegt ja immer noch rum. Nee, das habe ich da gelassen. Und von wegen dieser Schroh, der sei alles unnötig und bla bla bla. Hat man ja gesagt. Mhm. Ist nicht ganz so richtig. Weil. Du kannst daraus ja Schweinefutter machen. Ja. Und es. Lol, das verhält sich wie Dünger, wie Silage hier. Wenn du drüber fährst, verteilt sich's. Der Getreideschrot. Oh. Und du musst. Man kann den Getreideschrot. Schweinefutter. Kann man verkaufen. Hm. Echt? Jo. Und zwar teurer, wie es in der Produktion ist.
Also es könnte sich lohnen, dann zu sagen, okay, man geht da auf Schweinefutterproduktion und verkauft die. Das ist ja geil. Ja komm, mach mal Getreideschrott. Ich mach jetzt erstmal den Schrot, den wir haben, mach ich gerade in die Anlage. Kannst du mal kurz bei dem bei der Strohsaugeanlage gucken, wie das da aussieht? Ja, mach ich gleich dann an. Strohbläser, Anlage, Dings. Gerade hier ein bisschen sauber machen, dass wir alles so ein bisschen mal vorwärts kommen. Da ruft sie auch sehr sauber aus. Vor allem mit deinem Stroh. Braucht der Generator, Schweinefutter-Dinger, braucht der Benzin oder so, Diesel? Aber was wir brauchen, sind noch Kartoffeln. Ah, stimmt. Das ist der einzige. Kann man Kartoffeln kaufen? Nein, ich glaube nicht. Mit einer Kaufstation würde es, glaube ich, gehen. Also was kostet denn? Was kostet denn? Kann man Schweinefutter kaufen? Das wär's ja. Schweinefutter kann man kaufen. Standardmäßig, okay. Ja, hier bin ich mir nicht sicher. Ja, gibt's. Für 1000. Für 1000 Liter. Also sozusagen 1 zu 1. Okay, und wie viel kriegt man für Schweinefutter? 3000. Also das Dreifache. Lol. Ist das gleiche Symbol? Ja. Ernsthaft? Kaufen Schweinefutter für 1000er beim Händler und verkaufen es für 3. Komm, lass mal gucken hier. Ich kann natürlich immer die Info anmachen. Schande. Was? Ja, okay, doch, passt. Was? Vielleicht habe ich Blödsinn gemacht. Wieso? Weil ich den ganzen Schrot reingemacht habe jetzt. Aber es ist nur 40% Schrot drin. Also 60% Kartoffeln können noch rein. Ja, das müsste eigentlich passen. Hoffe ich mal. Sonst habe ich Blödsinn gemacht. So. Wie weit bist du denn mit Sam? Ich muss noch das Stück, was ich ausgelassen habe. Und noch ein bisschen. Kannst du mal kurz gucken. Okay, ich komm. Rangieren wir mal den Dünger drüber. Ich glaube, 2 Bahnen kannst du nochmal mit Dünger rüber. Ja, ich war gerade. Müsste sicher ausgehen. Weil ich nur noch 900 Dünger drin habe, gell? Dann ist der Düngerverbrauch wieder etwas höher wie auf der anderen Karte. Professor. Auf der rechten Seite hinten musst du auch noch säen, gell? Ja. Auf der Schwarzing brauchst du fast kaum Dünger, finde ich. Na, das ist. Kann aber auch das Auge sein. Nee. Ganz ehrlich nicht. Wenn ich da mit dem Dünge streue. Sorry. Kann ich meine 3 Felder bedüngen und habe dann erst 50, also noch 50% Dünger drin. Also auf der. Oh, scheiße. Hallo? Auf der Schwarzen Braume finde ich wirklich extrem wenig Dünger. Naja, das ist wie gesagt auch eine Sache. Meinst du? Glaube ich nicht. Ich meine schon. Schreibt's gerne mal unten rein, was ihr davon denkt. Ob ich recht habe oder Dieser Farm. Dieser Farm hat immer recht. Schreibt's ruhig rein. Ja, so wie letztes Mal. Vorletztes Mal. Vor ein paar Folgen.
vor 100 Folgen. Also noch bei der Challenge. Was? Stimmt, wenn man zurückdenkt, ey, Challenge waren 80 Folgen und die gingen rum wie nix. Ja. Na, leider wurden wir da vom LU ein bisschen enttäuscht. Ja, du warst ja LU. Ist ja klar, dass man dann enttäuscht ist. Ja, wenn fast immer nur ich da bin. Ja, das war natürlich ein bisschen schade. Wobei ich sagen muss, ey, es ist das erste Projekt gewesen, wo es darum ging, jetzt bei mir irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, ich bräuchte andere Leute, die mitspielen und so. Mhm. Es war halt der Beginn. Und wenn ich jetzt den Vergleich sehe zum RP, dann bin ich doch schon recht zufrieden. Also da haben wir schon ordentlich mehr Leutchen aufgestellt. Ja. Stimmt, ich krieg genau 2 Reihen von dir hin. Ich habe ja 24 Meter Arbeitsbreite. Hast ja gut gerechnet. Ja, mei. Meist du im Rechnen nie. Also ich bin im Kopfrechnen eine Null. Ach komm. Ich kann gar nicht. 12 wirst du doch wohl hinkriegen. Ja, aber sonst so Kopfrechenaufgaben kriege ich nur so ganz schwer gelöst. So auf 10 Sekunden oder sowas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kopfrechnen war noch nie jetzt wirklich eine Schwäche von mir. Aber ich habe früher, vor 2-3 Jahren, wirklich sehr viel Dart gespielt. Und zwar nicht nur das Elektronische, sondern auch das Stil da dann, also hier selber rechnen und bla bla bla. Ja. Und das hat mir wirklich geholfen. Und du hast dann so ein paar Eselsbrücken, wo zum Beispiel... Jetzt rechne mal zum Beispiel 3x18. Keine Ahnung. Genau. Aber wenn du jetzt im Dart, also ich denke dann ans Dart und dann sage ich, ey, Triple 18 ist natürlich 54 oder so. Und genauso die Dreierzahlen. Also das ist schon recht easy dann. Okay. So, ich stehe in den Startlöchern. Dann lade ich das jetzt noch ab. Jo, auf jeden Fall. Nicht verschwenden. Ja. Gut, dann ist es unser Feld fertig. Es gibt ja diese von der Map, die Schweinefutter-Wegwegs. Die sind sogar noch günstiger. Die sind für 2 Tonnen nur 1.000. Ja, meinst du, das lohnt sich? Also, dass es wirklich die gleichen sind? Ja. Das wäre aber doof. Naja, gucken wir mal bis zur nächsten Folge. Für heute war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Moment, ich muss mal gerade noch einen Schnappschuss machen. Mach das. Ich muss jetzt aber aussteigen. Dann mache ich auch noch einen. Gegenlicht natürlich nicht so gut. Aber egal. Fertig? Warte. Jo. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Und am besten alles. Bis morgen. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.